Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together Servus wie Old Republic. Hi! So, wir hauen hier gerade genau in diesem Heldenbereich noch alle Leute um. Geh mal dahinter. Hier dahinter zu dem Kanister in die Nähe, bitte. Okay. Okay, das war's schon. Ich dachte eigentlich auch, das zählt für mich. Nein, das zählt leider nicht. So, hier hinten ist noch ein Gladiatorkämpfer, wollen wir den noch gleich noch mit weghauen, wenn wir schon mal da stehen? Ja, klar, natürlich. Vielleicht respawnen dann in der Zeit auch wieder die anderen. Ja, genau, wir hatten ja kurz zwischen der Folge eine kleine Pause gehabt. Der Typ musste ganz dringend auf Toilette. Musste AA machen. Musst du das alles in allen erzählen? Ja. Sei noch froh, dass ich. Die Leute da draußen müssen doch nicht alles von mir wissen, oder? Sei doch froh, dass ich nicht erzählt habe, was du wirklich auf Toilette gemacht hast. So, hier sind unsere zwei tatsächlich respawned. Jawohl, siehst du. Ja, geht's da los. Pause haben wir natürlich wirklich nur wegen den Zuschauern gemacht, damit wir ihnen hier sinnloses Herumgesuche ersparen, beziehungsweise es auch für die Zuschauer schneller geht. Ja, du musstest AA machen oder noch Schlimmeres. Oh, da ist was Blaues, cool. Für mich. Nein, das wird definitiv für mich sein. Ich mach schon mal auf. Kann ich ja inzwischen mal machen. Guck mal. Das ist jetzt für mich. Meins. Schade. Alles meins. Ich wusste es doch. Das sieht man doch von Weitem. Gut. So, gucken wir mal, was es eigentlich ist. Der Schaden ist ein bisschen höher, aber ansonsten, nee. Ich glaube, einen brauchen wir noch, oder? Kann das sein? Ich habe jetzt gerade nicht gezählt, ja. Hier will ich nicht reinrennen, hier rennen wir nicht nochmal rein. Warum nicht? Ja, weil es doof ist dort. Wir haben auf jeden Fall nochmal so einen Gladiator, ich weiß nicht, was haben wir dort? Verbrecher, dann gehen wir auf den Gladiator und dann war es das. Nee, dann müssen wir wahrscheinlich die Bombe noch platzieren. So, Jigeni ist auch hier in der Nähe. Jingeni, ist ja auch egal, wie er heißt. Nee, ist es nicht. Kann da auch ein Zuschauer sein. Die Leute wissen doch, gerade meine Zuschauer wissen, wie schwer ich es mit Namen habe. Kannst du gerade so meinen, ne? Merken, ne? Dü geht bis den Rest. Zwei Buchstaben, ja, gehen. Ja. Okay. Gut. Wobei ich mir Vor- und Nachnamen bei mir merken kann. B, L und Ack. Was? Was für ein Ding? B, L, also Bill und Ack. Vor- und Nachname. B, L. Weil das ein paar Buchstaben sind. Ja, genau. So, okay. Gucken wir mal wieder. Halt, da unten ist noch was zu tun. Du Hasenkopf. Komm zurück. Ach so. Ich hab doch gesagt, die Bombe muss noch platziert werden. Du rennst gleich wieder raus und ich renne dann natürlich hinterher. Ich dachte. Da war gar nichts angezeigt, aber wirklich jetzt. Glaube ich zumindest. Doch, also, ganz unten in der Ecke. Okay. Okay, dann habe ich mich verguckt. Warte mal, wo ist denn dann? Ach ja, hier drin. Komm, okay. Wir versuchen es mal auf dem Weg. Ja, ich finde das irgendwie noch etwas sehr, sehr undurchsichtig, muss ich ehrlich sagen. Also ich komme damit zurzeit gar nicht klar. Oder darauf gar nicht klar. Weil das hat mich jetzt wohl wirklich verwirrt. Wir waren in der letzten Folge, in der letzten Aufnahme waren wir irgendwo hingegangen. Dann sind wir wieder irgendwo jetzt wieder weg. Also irgendwo anders schon wieder. Und keine Ahnung. So. Oh, Jigeni stirbt, Jigeni stirbt, vielleicht kann ich ihn noch retten. So. Guck mal, ich rette hier Leute. Bin ich nicht nett? Ja. Für mich wäre es netter, wenn du hier mal ankommen würdest. Nö, ich rette jetzt erstmal den hier. Nö, tschüss. Oh, hier unten sind noch ein paar. Ein Betrieb hier. Hart umkämpft dieses Heldengebiet, muss man sagen. Zu allem bereit, ja, okay, alles klar. Dann verdien mal ein bisschen Geld für mich, wenn du zu allem bereit bist. Bist denn? Da. Da bin ich. So, das sind 1, 2, 3, die schalten wir erstmal aus, würde ich sagen, und dann geht's los. Sind sogar 5. Aber ich bin 5 Tote. Ging doch leicht. Was hast du denn? Oh, hier ist einer. Ja, ein Boss. Das ist ja auch der Boss, den wir vermutlich. Aua, jetzt hat er mich schon ausgestunt. Kann ich gerade nicht heilen. Naja. Gibt Schlimmeres. Das hier ist. Der ist sowieso nur 20. Also na gut, dann brauche ich dich ja nicht heilen. Vorsprung.
Bisschen Aua macht das schon. Nö, ich brauch dich wirklich nicht heilen, das hat schon. Nö. Hau lieber so drauf. Elara macht das schon. Ja, ja, alles gut noch. Geht noch voran. Zack, zerlegt. Okay, jawohl. Okay, schwere Rüstung, also für mich. Zack, Bombe gelegt. Also, schon kaputt gemacht. Gut. Hihi. Da kommen wir wieder zurück. Genau, das war's schon. Wir haben noch einen Strahl. Grün? Nee, ein blauer. Ach, ein blauer Strahl? Ja, richtig. Aber so ein hellblauer Strahl, ne? Genau. Na dann. So, würde ich sagen, wieder auf Totte Höhe und dann wieder hoch. Es sei denn, jemand stirbt wieder unterwegs, dann heile ich sie natürlich wieder. Shingeni. Ich bin ja Heiler. Hat sich Shingeni bedankt, eigentlich? Keine Ahnung, habe ich nicht aufgepasst. Kann schon sein. Wenn nicht, ist auch nicht so wild. Als Heiler gehört das dazu. Ne? Ich mache das selbstloserweise. So, zieh genau die 20 Ausdauer. Das Ding ist totaler Schrott, was wir da gesammelt haben. Manu. Vergleich zu unserer guten Ausrüstung jetzt. Oh. Ja. Na gut. Ja, schön, ich steig auch mal mit ab. Hast du auch mal einen neuen Spruch? Ja, schön unten bleiben. Ah ja, Shingeni flüstert, danke eben fürs Heilen. Siehste, klappt doch. So, warte, ich muss mal zurückflüstern. Ich finde auch, dass meine Zack. Kira Carson schön unten bleiben kann. So, Bob, ja. Ja, das war klar, Alter. Oh, gerade irgendwas richtig Schaden. Hui, ich sehe gerade, ja. Was ist das denn? Vielleicht lieber auf den anderen erstmal gehen, weil der ist das hier, der Elite. Ja, der Boss, genau, den sollte man nicht unbedingt immer als erstes machen. Aber die waren doch vorhin nicht da gewesen, oder? Nee. Doch, ja, die vorhin waren ja auch waren ein paar andere. Vielleicht doch, nicht respawned. Doch, die waren vorhin da, die haben nur quasi andere niederschnetzeln wollen. Das waren die, die ich als erstes geheilt habe, als ich hier reinkam. So. Ist doch alles gut. Gut. So, dann kommen wir nochmal auf den Kleider. Gut, das war nur ein großes Stück, aber. Was soll's? Jo. Zack. Aber auf dem Gleiter sind wir ja immer noch. Wir können ja auch im Gleiterfahrstuhl fahren. Genau. Können ja hier auch weiterfahren. Genau, und dann gehen wir halt wieder hoch. Oh nein. Ja, nein. Du bist so. Ich glaube, es geht nach Schaden, je nachdem, wie viel Schaden du bekommst. Ja, ja. Aber ich mache gerne hier die Box nochmal mit. Mache ich doch gern. So gern. So, okay, dann komm mal her. Dann geht's weiter hier. Ich kann helfen. So, jetzt versuche ich mal nichts zu adden. Ich versuch's. Ich streng mich an. Ja, eigentlich kommen wir ja hier lang. Ja, ja, mach einfach hoch. Sehen wir müssen ja eh erstmal abgeben. Hier. Genau. Am Fremdlingswaffenbazar. Ich glaube, das war's dann jetzt hier zumindest schon mal mit dem Gebiet hier, oder? Kann ja, sein, oder genau. Das war das erste und relativ kurze Gebiet, ja. Okay. Oh, jetzt hab ich ja. Jetzt krieg ich Aua. Aber ich leb noch. Also, sehen, so Map-technisch bin der stabilere Fahrer. Muss ich mal anmerken, dass. Ja, relativ gleich aussieht wie die erste Map, wo wir waren. Also, jetzt hier Dingens. Jein. Das ist, ja, ist ja Stadtgebiet. Das sieht. Ja, also, ja. Vorher war es eher grauer. Coruscant war grauer. Ja, hier ist ein bisschen jetzt aufgehellt halt durch diesen. Ja, aufgehellt, nicht Orangetönung mehr. Findest du? Ja. Okay. Ja, also, wie gesagt, etwas, ne, wie soll ich sagen, etwas so, farbenfroher durch halt diesen, ich nenne es mal Las Vegas-Style oder sowas in die Richtung, beziehungsweise Casino-Style. Aber halt trotzdem halt sehr, sehr, sehr städtisch und gut, mir persönlich gefällt eigentlich lieber das Offenere. Aber gut, gehört natürlich dazu, aber könnte man auch etwas kürzer halten. Die Explosion registriert. Ihr wart erfolgreich. Was passiert als nächstes? Das war ein schwerer Schlag für die Separatisten. Er wird ihre Pläne um ein Jahr zurückwerfen.
Ich werde die Zeit nutzen, um sie zu infiltrieren und sie von innen heraus zu zerstören. Danke nochmal. Ach, haben wir doch gern gemacht. So, was kriegen wir? Ein Standard-Prototyp-Lagerkasten, eine Molinien-Panzerhandschuhe, die ja, ihr Lager ein bisschen Rüstung geben würden, aber oder zwei Planeten. Ich nehme mal das hier. So. Ui, und 11.000 XP. Ja, bei mir geht die XP-Anzeige auch schon wieder etwas nach oben. Das ist doch nicht schlecht. So, was ist schwere Rüstung? Und konnte Lara auch eine schwere Rüstung anziehen? Ja. Ja, dann muss er leider, wohl oder übel, du kannst ja schon mal gerne vorausreisen, wenn du das unbedingt willst, IEC, muss er wohl oder übel mal ihr Unterteil wieder anziehen und dann hier das Teil anziehen. Ist besser. Zack. Kriegst wieder eine Hose. So, was haben wir denn hier? Leichte Rüstung, Handschuhe des Kadetten. War das jetzt besser? Nein. War nicht besser. Okay, dann hatten wir, was haben wir hier? Das war, glaube ich, noch besser gewesen als meine Handschuhe. Zur Stelle. Ja, hat etwas mehr Rüstung, ja. Ja. Gut. So haben wir uns wieder etwas besser ausgestattet. Na dann komm. Jawohl, bin ich. Fliegen wir mal heim. Nach Hause geht's jetzt. Ganz allein heim. Willst du Haya machen? Bett? Ja. Warum? Ist auch erst Nachmittag, wo wir gerade aufnehmen. Nein, nee, für diese Zeit. Nee. So. Willst du jetzt damit sagen, dass ich schon zeitig ins Bett muss? Ich will damit sagen, dass du immer ausgeschlafen, immer so gemein bist zu anderen. Das stimmt doch gar nicht. Unausgeschlafen. Doch. Unausgeschlafen das stimmt wohl. Bin ich ganz schläfrig und müde. Gar nicht. Hat unausgeschlafen, ne? Genau. So. Da sind wir wieder. So, jetzt können wir uns wieder mit unserem Heini unterhalten, der hier rumsitzt. Ja, ich steige jetzt mal vorher drin. Jawohl. Ja, okay. Du bist zurück. Ja, ja, ich auch. Los geht's. Diese Swoop-Bande wird keinen Ärger mehr machen. Chobin I kaufst du an, Bile Jihulo Kutta. Oka Kisa Spida Perupa. Gadwa Shiniko Higa Danulia. Bagsra Wanawaga Mipunawa Dwedwipe. Ich danke euch im Namen der Bürger dieses Sektors. Jawohl. Ich schließe der Premium-Laberkasten. Ah ne, wir nehmen jetzt Laberkasten vor allem. Oh, wir können auch Ilaras Feldarmschienen. Nehme ich die hier. Die sind geringfügig besser als die, die sie anhat. Wo ist jetzt die Quest? Okay. Augenblick. Ja, hinter dir. Nasenbär. Zack. Das Ding pumpen wir mal hier runter. Das hier auch. Und so. Und so. Okay. Zack. Nochmal drei Medaillen. Juhu. Würde ich mal sagen. Gehen wir weiter. Look. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Erstmal zur Promenade wieder runter. Weil so, wohin? Zur Promenade, Mitte. Alles klar. Weil wir ja erstens Ratioform ist das. Das ist Ratioform? Okay. Ja, das ist Ratioform. Alles klar. Nein, das war keine Schleichwerbung. Nee, ja, ist vollkommen egal. Hauptsache zur Promenade. Wenn du auch einen Platz auf der oberen kriegst, dann schönen Dank, dann gehst du halt dahin. Wir müssen ja jetzt eh erstmal zurück, um erstens mit unseren Spezialisten hier uns wieder neu abzusprechen und natürlich haben wir auch Quests bzw. neue Skills bekommen, möglicherweise zumindest, weil wir hatten ja beide einen Löffel ab. So, ich kann ja mal gleich mal gucken, allgemein. Ja, Mörserhagel kriege ich neu. Juhu, genau den. Bis da. Ja, alles dann klar. Los. Ich bin schon unterwegs. Hula hula. So. Oh. Du musst dich bei Botschafter Everton melden. Ich guck mal hier runter. Ich glaube, ich muss direkt weiter. Ja, ich muss direkt weiter. Du musst nur zur Botschafter Everton. Dann gehen wir da mal hin. Nee, bevor bei mir wir. Ist gar nicht freigeschalten, gerade noch. Nicht? Irgendwie? Doch. Kommst du mal muss ich jetzt hin? Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Komm erstmal runter. Geht gerade nicht. Na, runter hier, da wo der große die Statue klar. Ist da. Ja, weil, bin ich, ja. Ja, komm mir mal hinterher. Hierher. Dann haben wir hier. Siehst du hier? Guck mal, die sieht dir genau ähnlich.
Und hier vor dieser schönen Statue machen wir jetzt eine Pause. Direkt auf der Bühne hier. Ja, okay. Da wir die Musik ausgeschalten haben, könnt ihr leider ja keine Musik hören. Tut mir leid, aber ja, bedankt euch bei der GEMA. Ja, verpasst dort mal ein paar Likes. Genau. Dann Leute, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Wir singen hier dann beim nächsten Mal wirklich mit. Ich schwör's. Bis denn. Tschüss. Tschüss.